Und es geht heute einfach um die, die wirklich viel Erfolg haben. Also Maike, ich würde gerne mal von dir wissen, was hat der letzte Monat bei dir einfach mal gemacht? Also ich meine, abgesehen davon, dass du ja SC geworden bist, bist du in deinem, ich sag jetzt mal, normalen Leben, bist du ja auch staatlich geprüfte Erzieherin geworden. Das ist ja auch nochmal dazu gekommen. Das heißt sozusagen zwei Erfolge, so richtig geballte Erfolge. Gerne würde ich etwas zu der Einstellung wissen. Also wie hattest du dir den Monat vorgestellt und was hattest du zwischendurch in dem Monat gedacht? Und dann letztendlich, ja, was hast du zum Schluss gedacht? Und warum hat es dann doch noch geklappt? Das wäre so meine Frage an dich. Ja, ich hoffe erstmal, dass man hört man mich gut, weil ich weiß nicht, wenn das Video an ist, dann hört man nicht so gut. Okay, super. Ja, also tatsächlich habe ich jetzt 3 Jahre meine Ausbildung gemacht und ich habe erst vor 4 Monaten mit dem Business eigentlich angefangen. Und meine Abschlussprüfung war letzten Monat und ich habe da eigentlich gar keinen Wert mehr drauf gelegt, sondern mir war also der SC viel wichtiger irgendwie. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss es irgendwie schaffen und dann ist mir wieder eingefallen, ach, warte mal, du hast jetzt nächste Woche Montag deine Abschlussprüfung und du hast noch nicht wirklich dafür viel getan. Ja, ich habe es dann trotzdem geschafft, auch gut beendet. Aber ich habe halt trotzdem den Fokus eigentlich auf den SC gelegt und habe dann mit Ach und Krach wirklich kurz vor 12 das noch geschafft. Auch nur mit Hilfe meines Teams, die halt echt super waren und die wirklich mir sehr viel geholfen haben, auch in der ganzen Zeit. Und ja, also für mich war das das oberste Ziel. Ich wollte eigentlich, ich habe gesagt, ich möchte so in einem Jahr ungefähr 500 € mehr haben im Monat. Das habe ich jetzt innerhalb von 4 Monaten geschafft und das ist halt echt super. Also, keine Ahnung, ich hoffe, freue mich auf das, was kommt und ich bin gespannt auf den Sinn, dann, wenn ich das erste Mal mein Gehalt sehe, weil. Der erste Bonus und so, also das ist halt ein riesengroßes, sag ich mal, ein riesengroßes Geschenk, dass ich dieses Business kennenlernen durfte. Und für mich ist das Priorität Nummer 1. Und deswegen arbeite ich ab jetzt auch nur noch halbtags, sodass ich halt den Rest dann in diesen neuen Job investieren kann. Maike, dann direkt meine Frage, also meine nächste Frage an dich, beziehungsweise ich muss ganz kurz nur unterbrechen wegen Micha, das ist eine Info für dich. Also die Paulina kann nicht mehr reinkommen, weil wir über 50 Menschen sind. Also nur, dass du weißt, deshalb vermutlich werden wir sie nicht interviewen können, denn ja, sie wird leider nicht mehr reinkommen. Isa, dann vielleicht ist irgendjemand in diesem Zoom-Call, der zu zweit guckt oder zu Ja, zweit. André und ich, wir gucken gerade zu zweit. André guckt auf seinem und wir, also ich auf meinem. Das heißt, André könnte rausgehen, hat er gerade schon gesagt. Ja, genau, und dann sehe ich auch, die Dagmar-Auswahl ist mit Handy drin und mit einem Gerät, wenn sie vielleicht auch nur mit einem reinginge. Und dann muss Paulina jetzt halt das gleich nochmal probieren. Isa schreibt ihr, sie soll direkt probieren, die zwei sollen rausgehen und dass sie dann auch noch reinkommen, weil sie ist natürlich schon sehr wichtig. Sie hat alleine wie viele Kunden gemacht? Über 50. Also ich denke mal, sie wollen wir hören. Was sagt ihr? Klar, da gehen wir doch raus, ist doch logisch. Ja. Alles klar, dann guckt mal bitte, also die, die doppelt drinnen waren. Ich hab ihr jetzt ja schon nochmal, also ich bin jetzt hier sozusagen mit ihr dran. Ich schreibe nicht mit anderen. Ich gucke nur mal, jetzt bist du drinnen, frage ich jetzt Noch nochmal, 50. dann. Passt schon. Ist sie da? Weiß ich noch nicht. Paulina, bist du drinnen? Bist du jetzt in dem Zoom-Call? Ich sehe sie noch nicht, Micha. Keine Ahnung. Und Also. wenn sie drinnen ist, ist sie wahrscheinlich jetzt kurz gemutet. Also geh du mal eben durch und ich erzähle weiter und du kannst ja einfach alle Felder mal prüfen, ob sie drin ist oder nicht. Okay, also was wir schon bei Maike gehört haben, sie hat ja schon unheimlich viel Power. Also Paulina schreibt jetzt gerade nochmal, sie probiert die ganze Zeit, aber wahrscheinlich gibt es mehrere, die probieren, Schatz. Also es wird schon nicht klappen. Zu Maike jetzt, weil sie ist jetzt in diesem Zoom-Call und sie ist jetzt einfach mal wichtig und sie hat auch Unheimliches geschafft. Also mein Empfinden war einfach folgendermaßen. Eigentlich so mit Power gestartet der Monat, dann ging es mit Power so die ersten 2 Wochen. Dann kam einfach mal so ein bisschen so ein Break bei dir. Also so hatte ich das jetzt mal empfunden einfach, ja, wo du einfach das Gefühl hattest, nee, das klappt nicht mehr. Das wird halt nicht funktionieren und eben nochmal lernen oder was auch immer, so die restlichen Sachen erledigen.
Und dann, und das glaube ich ganz stark, hattest du einfach gesehen, wie unglaublich fleißig dein Team war. Und das war die Motivation, dieses Feuer, was einfach von unten gekommen ist. Und dieses Feuer war halt enorm. Und dieses Feuer kam einfach von, ganz besonders jetzt von Marcel eben und von Flora. Die beiden waren ja außergewöhnlich. Also ich würde jetzt gleich nochmal was zu den beiden sagen. Und das war, glaube ich, bei dir so in diesen letzten 4 Tagen, als dann ganz zum Schluss einfach wirklich bei dir so ein Feuerwerk gekommen ist und einfach immer mehr geschah. Aber ich würde gerne nochmal von dir wissen, Maike, wie sieht denn so ein normaler Tag bei dir aus? Weil manchmal schreiben wir ja zwischendurch oder manchmal bist du auch in der Arbeit und du bist trotzdem relativ präsent halt in Facebook. Also wie gewinnst du deine Kunden? Du hast, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel persönlich du gewonnen hast, ist jetzt auch unwichtig, aber wie hast du diese Menschen gewonnen? Sind das alles jetzt in deinem Falle, sind das wirklich Leute, die du über Facebook gewonnen hast, über deine Fanpage oder eher, weil du mit denen in irgendwelchen Gruppen geschrieben hattest? Also was genau tust du? Ja, also ich habe eine Fanpage, die ich tatsächlich... Darf ich noch mal ganz kurz zwischenfunken, weil Paulina ist jetzt auch da. Na, nur das ist Paulina ist auch drinnen. So, sorry, jetzt halte ich mich raus. Ja, also ich habe eine Fanpage, die ich aufgebaut habe, hauptsächlich unter meinen Freunden. Also bis jetzt habe ich viele meiner Freunde da. Ich füge aber auch jeden Tag mindestens 10 fremde Menschen bei Facebook hinzu, schicke erst die Freundschaftsanfrage und schicke dann eine Nachricht, dass ich das Profil von denen auf eine bestimmte Art und Weise interessant finde. Und das kann man ja dann vorher gucken. Also ich füge nicht willkürlich Menschen hinzu, sondern Leute, wo ich wirklich denke, okay, die könnten eventuell Interesse am entweder am Business haben oder auch Kunden werden wollen. Und dann schreibe ich denen eine Nachricht und warte halt ab. Die meisten nehmen einen dann auch an, wenn man nett eine Nachricht geschrieben hat. Und die setze ich dann in eine Liste, die ich bei mir jetzt einfach ganz einfach Werbung genannt habe. Und wenn ich jeden Tag auf meinem privaten Facebook-Profil einfach meinen Tag poste, also ich gehe halt wirklich, also ich versuche 6-mal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen, ich versuche mich sehr gut zu ernähren und das poste ich halt auch bei Facebook, aber eben nur in diese Liste, das heißt auch nur diese Menschen, wo ich möchte, dass die das sehen, sehen das dann auch und nicht alle Menschen werden damit zugespammt und so kann ich halt auch gezielt Werbung machen und vor allem auch gezielt Listen erstellen. Also zum Beispiel Menschen, wo ich jetzt sagen würde, die könnten, keine Ahnung, Interesse daran einfach abzunehmen, die kommen dann in die Werbung Abnehmen-Liste oder, keine Ahnung, ich weiß von einer bestimmten Menschengruppe, dass sie halt stark unter Akne leiden, dann kommen die in diese Liste und dann sind es eben so ein paar Leute, die aber mit ganz bestimmten Posts eben, sage ich mal, beschallt werden und so wurde ich halt auch echt angeschrieben von genau diesen Menschen. Also es hat super gut funktioniert, weil die dann irgendwann schreiben, hey, ich habe gelesen, du beschäftigst dich gerade mit Haut und ich habe Probleme und ich dachte mir, ach, wirklich? Also man kann halt wirklich gezielt den Menschen helfen und sie darauf ansprechen und beziehungsweise sich darauf ansprechen lassen, denn das ist eigentlich so die Strategie, weil ich habe halt gemerkt, dass wenn ich Leute extrem auf das Programm anspreche, dass das überhaupt nicht funktioniert. Und die fühlen sich meistens eher so, als würde ich denen irgendwas andrehen wollen oder als würden die keine Ahnung, sich sogar beleidigt fühlen, wenn ich sage, ich habe da ein Programm, das kann ich dir mal vorschlagen, so nach dem Motto, findest du mich dick? Das kommt meistens nicht so gut, vor allem nicht bei Frauen. Oder ich fahre das Programm halt so auf, dass ich sage, es geht halt hauptsächlich um Gesundheit und um gesund Leben und nicht zwingend ums Abnehmen. Und da sind dann viele auch sehr interessiert. Und die meisten Kunden kommen tatsächlich aus meinem privaten Umfeld, weil ich halt versuche, möglichst vielen Menschen und möglichst oft über das Thema zu reden. Und selbst wenn Leute das nicht interessiert, erzählen sie das dann anderen Leuten weiter, wo sie denken, das könnte denen vielleicht helfen. Und lustigerweise, das beste Beispiel ist eine Freundin von mir in meiner Klasse, die hat mich geliked und hat einen Beitrag von mir geteilt. Darauf sind 2 ehemalige Lehrerinnen von mir aufmerksam geworden, mit denen ich mich jetzt diesen Monat treffe zum Kaffee. Und die haben Interesse an dem Programm und die haben erstmal das Du angeboten und wollen jetzt unbedingt die Produkte testen und sind total begeistert. Und das halt auch wirklich nur durch Mundpropaganda. Also es sind entfernte Bekannte. Und so versuche ich das im Moment aufzuziehen, möglichst viel darüber zu erzählen und möglichst viel darüber zu posten. Wow, also das hört sich auch richtig, richtig, richtig geil an. Also wenn schon der Lehrerin auf dich zukommt, das ist so richtig echt ein Kracher. Und auch die Idee, also für alle, die das irgendwie zu schnell gewesen ist,
Also sie arbeitet mit den Listen. Wie man mit Listen arbeitet, steht in der Akademie. Da ist ein Film von der Ronja, den kann man sich einfach mal angucken. Und die Maike hat eben zwei Listen. Eine eben, die sie genannt hatte, Werbung halt zum Abnehmen und eine zum Beispiel für die Haut. Und wenn sie Menschen hinzufügt, also Menschen auf ihr eigenes Profil, gar nicht jetzt auf ihre Fanpage, sondern auf das Profil, dann packt sie diese Menschen einfach direkt in diese Listen, die von ihr erstellten Listen, und ihre, einige ihrer Posts, die einfach als Werbung betrachtet werden, die packt sie in diese Liste direkt. Also eine super geile Sache, Maike, ganz, ganz, ganz cool, gefällt mir richtig, richtig schön. Okay, gut, ich danke dir schon mal, ich komme nachher nochmal zu dir zurück, aber ich würde gerne die Paulina jetzt einfach zu Wort kommen lassen. Paulina ist auch absolut außergewöhnlich, also das, was sie geleistet hat, ich meine, sie ist auch eine Mama, sie erzieht alleine ihren Sohn, der braucht natürlich auch relativ viel Aufmerksamkeit, ganz klare Sache, und Paulina hat weit über 50 Hauslieferservice alleine diesen Monat geschafft, also eine unglaubliche Leistung. Und was mir so gut gefallen hatte, also sie ist schon jemand, der, sie ist ja schon gut aufbrausend. Ja, wenn sie so sauer ist, dann ist sie halt sauer und dann kriegt man das sofort mit. Wenn sie glücklich ist, kriegt man das auch sofort mit, weil sie nämlich auch richtig wunderschön lachen kann und so richtig happy sein kann. Aber sie hatte ein Ziel, sie hatte einen Traum. Sie wusste ganz genau, sie muss 104, glaube ich, Hauslieferservice in ihrem Team haben. Das wusste sie, das ist eine ganz, ich meine, 104 Hauslieferservice, und das reicht meistens nicht. Meistens musst du dann 110 machen, bis alle wirklich bezahlen. Sie hatte das im Kopf gehabt und wusste einfach ihr Ziel und hatte mit diesem Ziel gearbeitet. Und das war außergewöhnlich. Das war einfach richtig, richtig großes Kino, was dieses Mädel halt geschafft hatte für die Position SSC. Und Paulina, wie arbeitest du? Also was ist das Rezept deines Erfolges? Ja. Ja, wir haben in diesem Monat 115 geschafft, ja, zusammen. Okay, erst was ich sagen möchte, ich werde nicht so viel sprechen, aber danke, Isa, dass du mir dieses Business vorgestellt hast. Ja, du gibst mir viel Mut, ja, und ich versuche jetzt, das weiterzugeben an mein Team. Ich habe starke Warum, ja, ich glaube an mich, ja, und Ich gebe das Bestes, ja. Und das Erste, das Wichtigste ist meine Meinung, an das Produkt glauben, ja. Und für mich, diese Produkte sind einfach das beste Produkt, ja, das ist Hammer. Ja, und ich motiviere mein Team, ja, jeden Tag, wir telefonieren jeden Tag, ich mache keine Zoom-Call und sowas, wir telefonieren einfach per Messenger, persönlich, Gespräche immer, ja, und ich versuche immer meine Strategie immer verbessern, ja, und ich lasse mich immer inspirieren von erfolgreichen Leuten, ja, und ich arbeite jeden Tag so, ich gebe richtig Gas, viel, viel Stunden am Tag. Das ist das, dieser Rezept, weiß ich nicht, was soll ich weiter sagen. Viel arbeiten, immer an sich glauben. Super, Paulina. Also ich weiß, dass das jetzt dein allererster Zoom-Call ist. Das weiß ich natürlich auch. Ich weiß auch, dass du gut gezittert hattest davor, weil immer, wenn man etwas zum ersten Mal macht, also auch wenn sie euch nicht hören kann, vielleicht mal so die Daumen nach oben, wenn es gefallen hat, ja, damit sie auch einfach mal das Gefühl bekommt, dass sie es einfach richtig großartig gemacht hatte. Paulina, vielen herzlichen Dank für alles, was du gesagt hattest. Ich weiß, dass dein Kleiner jetzt einfach ins Bett gehen muss, weil er morgen wieder in Kindergarten muss. Vielen lieben Dank. Ich erzähle noch ein bisschen von den Sachen, die du sonst noch so machst. Das mache ich zum Schluss. Aber von ganzem Herzen Dankeschön und großartig. Und wartet nochmal, ich brauche ein Foto mit Paulina. Paulina, bist du noch da? Einmal lächeln bitte. Okay, weil das muss ich gleich überall posten auf den polnischen Seiten. Smile. Zack. Wunderbar, ich habe dich. Also vielen lieben Dank. Okay.
So, dann würde ich gerne zu einem nächsten Pärchen gehen, beziehungsweise die möchte ich gar nicht so zusammen interviewen, sondern getrennt, weil sie hatten, jeder von den beiden hat seine eigene Geschichte. Sie sind natürlich ein Paar, das schon, aber abgesehen davon, trotzdem arbeiten sie etwas unterschiedlich. Das sind zwei, das sind keine Menschen, wo der eine den anderen dauernd irgendwie ziehen muss, sondern sie haben beide eigenen Kopf. Sie wissen beide, was sie machen. Einiges, was sie tun, ist ähnlich. Aber vieles, habe ich das Gefühl, ist gar nicht so ähnlich, sondern dass jeder von den beiden einfach so seinen eigenen Weg gefunden hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz begeistert von dem männlichen Teil dieses Pärchens, ja, weil dieser junge Mann, Marcel, haut mich einfach um. Also der hatte Anfang des Monats irgendwann mal gesagt, ich habe mir jetzt vorgenommen, jeden Tag einen neuen Kunden zu machen. Und dann habe ich mir schon gedacht, ja, alles klar, das ist natürlich mein Gott, eine Hammer-Vorgabe. Also ich hatte noch nie 30 Kunden in einem Monat gemacht. Und das war einfach so sein Denken gewesen. Und der ist erst seit 3 Monaten überhaupt bei uns im Unternehmen. Also wirklich ein ganz junger und ganz frischer Partner, der seinen DVH gemacht hat. Ja, also bei ihm klappt das einfach alles richtig, richtig. Er arbeitet den ganzen Tag. Er ist darüber hinaus auch noch Vater von 3 Kindern. Also das ist jetzt nicht so, dass sein ganzer Tag nur in Freizeit gestaltet ist, und ganz im Gegenteil, es ist schon jemand, der unheimlich viel tut, der wahnsinnig viel gelernt hatte, auch über die Produkte, also auch besonders über Juice Plus, hat sich aber auch wirklich ins Zeug gesetzt, wollte das auch wissen, nicht so, ach naja, ich weiß da schon mal so ein bisschen was, das wird schon reichen, sondern ganz im Gegenteil, er hat sich richtig, richtig reingesetzt in das Zeug. Und Marcel, was ist das Geheimnis deines Erfolges? Ja, erstmal vielen Dank für die netten Worte von dir. Also fange ich mal an. Ich habe ja selber die Produkte getestet, hatte super Erfolg damit gehabt, habe toll abgenommen, habe dann auch begonnen, die Kapseln zu nehmen, bin halt mega davon begeistert. Dann war ich ja auch bei Produktschulungen bei euch in Wuppertal gewesen. Das hat mich halt dermaßen inspiriert, gerade du und der Mischa, dass ich einfach so Gas gegeben hatte und es halt wirklich so, ich gehe 12 Stunden arbeiten, ich stehe um 5 Uhr auf, komme um 5, 6 Uhr heim und trotzdem nebenbei, egal ob es auf der Arbeit ist, abends, ich schreibe Leuten, ich mache eBay-Kleinanzeigen, habe ich auch immer eine Anzeige drin, ich gebe einfach mein Bestes und versuche halt das, was ich mit den Produkten erreicht habe, den anderen Leuten so gut wie möglich es geht, zu vermitteln und halt einfach Vollgas zu geben und möchte auf jeden Fall diesen Monat mein SC schaffen. Und ich bin auch guter Dinge, dass das auf jeden Fall klappt oder dass ich mindestens bis Berlin schon den SCVH bestätige. Also ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Ich habe halt auch eine eventuelle Kundenliste mit jedem, dem ich zu tun hatte. Den mache ich auch in diese Liste. Tue zwar nicht speziell jetzt nur da posten, sondern auf meinen 2 Profilen, die ich ja momentan noch habe, switche ich auch immer hin und her. Dann schreibt mal da einer im Profil, schreibt da einer im Profil. Ist zwar ziemlich anstrengend, aber klappt eigentlich ziemlich gut. Und ja. Aber wie ist das denn? Also du sagst, ist das eher so, dass die Leute dich anschreiben? Weil das ist ja das, was ich bei Maike zum Beispiel rausgehört habe und im Übrigen auch bei Paulina. Also beide Mädels haben hammergeniale Profile. Bei Maike werdet ihr nicht alles sehen, weil sie eben einiges in diesen Listen packt. Bei der Paulina seht ihr natürlich eine ganze Menge. Das ist auch Leute, die schreiben die direkt an. Man muss auch dazu sagen, also gerade ihr 4, ja, also ob du das jetzt bist, Marcel, oder natürlich die 2 Mädels, die gerade gesprochen haben, auch natürlich super, super Figuren. Aber ist das euer Geheimnis, dass die Leute euch anschreiben oder bist du auch aktiv und du schreibst die Menschen an? Ja, ich schreibe die Leute an. Ich frage auch mindestens gezielte Gruppen an am Tag, also an Leuten 10, 20, 30, alles was halt so geht, gucke ich mir halt vorher an. Ob es keine Fake-Profile sind, gucke ich mir erstmal die Bilder an. Dann schreibe ich denen halt, dass ich das Profil sympathisch finde, dass ich halt Leute dazu bringe zum Abnehmen oder sie unterstütze dabei, ob sie Interesse haben. Kommt eigentlich auch ziemlich gut an. Wiederum schreiben aber auch viele, mit denen ich schon vor längerer Zeit mal geschrieben hatte, erst dann so voll dagegen waren, obwohl ich sie echt gut überzeugt hatte. Aber dann poste ich halt mal von anderen, dass sie damit Erfolg haben, nicht nur in der Erfahrungsgruppe, sondern auch Leute,
die ich kenne, einen Screenshot und das kommt halt auch mega gut an, dass sie sehen auf meiner Seite oder das kommt halt echt gut an. Und ja, beides halt. Ich schreibe Leute an und ab und zu schreiben mir auch welche. Mal so, mal so. Kann man nicht genauso sagen. Okay, was du auch nochmal machst, und da bist du wirklich ein Profi, gerade in diesem Bereich, also in der Gruppe The For Your Future Network. Ich glaube, du hast die meisten Menschen in diese Gruppe halt hinzugefügt. Wie machst du das? Fragst du die vorher, so sag mal, möchtest, interessierst, also, weil da schreibst du jetzt ja nicht direkt über die Produkte, hier schreibst du ja eher halt über die Businessmöglichkeit. Wie kriegst du das hin, dass die Leute in diese Gruppe hinein wollen? Ich habe halt einen Post in einer Gruppe gemacht. Allein am Anfang hatte ich nur in einer einzigen Gruppe das gepostet und da waren schon 30, 40 Leute, die da Infos haben wollten. Dann habe ich denen halt geschrieben, dass sie mir bitte eine Freundschaftsanfrage senden und habe sie dann halt auf dem Video verlinkt. Ich habe jetzt auch heute wieder eine, die nächste Woche starten möchte, auch noch einen Zoom-Call mit ihr ausmache und ja, läuft eigentlich ziemlich gut mit der Gruppe. Ist halt auch ein super Video. Viele fangen dann auch direkt an, ja, das ist aber ein Schneeballsystem. Bis ich die dann so weit überzeugt habe, schickt denen das Video, Unterschied, Network Marketing, Schneeballsystem. Sag halt direkt, sehe ich aus, als würde ich was Illegales machen. Meistens sind sie dann auch von überzeugt, dass es nicht so ist, weil es ist halt illegal. Und die eine will sogar jetzt bald auch wahrscheinlich starten. Oder sogar die Produkte testen, weil ich hatte auch durch den Post schon 2, 3 Kunden gewonnen, weil sie gesagt haben, oh, ihr habt so Abnehmprodukte und sind dann total begeistert und haben gesagt, ah ja, ich mache mit bei der Challenge. Fand ich auch mega cool. Also richtig, richtig klasse. Und vor allem diese Leichtigkeit, also das möchte ich dir auch nochmal, das ist etwas, was du und Flora, was ihr wiederum gemeinsam habt. Ihr habt in dieses Geschäft eine Leichtigkeit gebracht. Das ist unglaublich. Also einfach mal mit jedem reden und keine Ängste, keine sonst etwas vor den Menschen. Also wirklich unglaublich inspirierend. Flora, du bist ja die Frau hinter dem starken Mann, auch eine starke Frau, eine unheimlich starke Frau, hat ja auch in den letzten Monaten schon richtig gut vorgelegt mit allem, was du einfach mal so gezeigt hattest. Du bist eine Mama von 3 Kindern, das ist jetzt auch, ich meine, mein Gott, ich weiß, oder viele von uns sind ja Mamas, wir wissen ganz genau, was es bedeutet, dass man dann nicht einfach mal nichts zu tun zu Hause hat, sondern ganz im Gegenteil, man hat eine ganze Menge, du bist eine richtig süße, so eine richtig hübsche Maus und hast natürlich auch einen, ja, du hast jetzt deine SC-Position erreicht und hast selber wahnsinnig viele Kunden gemacht. Du hast aber auch etwas anderes gezeigt. Du hast gezeigt, was Teamgeist bedeutet. Du warst nämlich wirklich großzügig und als es der Maike dann etwas gefehlt hatte, dann hattest du anstatt an dich zu denken, so, ach mein Gott, dann habe ich ja den nächsten Kunden für den nächsten Monat, sondern du hattest die Güte und die Großzügigkeit, einfach mal diesen Kunden nach oben zu geben. Also es ist ganz was anderes, nach unten im Team zu geben und ganz was anderes, wenn man das einfach nach oben verschenkt, finde ich wirklich, wirklich eine klasse Sache. Was ist denn dein Geheimnis? Ich weiß, dass du keine Fanpage hast, das ist ja so gar nicht dein Weg. Was machst du? Ja, also ich fand das ein bisschen, also ich habe zwar so eine kleine Fanpage, aber ich arbeite nicht wirklich viel damit. Ich beschäftige mich halt viel damit, Menschen persönlich anzusprechen, als jetzt übermäßig viel zu posten. Habe ja in einer Woche mein STVH gemacht und ja, da hatte ich ja auch noch nicht so viel drüber gepostet, sondern auch eigentlich eher inaktiv gewesen. Aber ja, ich habe halt rausgefunden, dass wenn man halt die Leute persönlich anspricht und einfach so bleibt, wie man halt einfach ist und sich nicht verstellt und einfach den Leuten zeigt, wie man ist, dann funktioniert das eigentlich auch relativ gut, auch ohne übermäßig viel Posts und auch ohne übermäßig viel Fanpage. Und man muss ja wirklich sagen, dass es bei mir so ist, dass ich überwiegend ja selber angeschrieben werde, auch von fremden Leuten oder von Kunden, die Freunde, die halt oft zu mir schicken, weil sie selber zufrieden sind. Und ja, so läuft das halt relativ gut.
Also man merkt ja schon, jeder von euch hat schon so ein bisschen einen anderen Weg dafür gefunden. Du sagst jetzt aber auch, die Kunden schicken die Leute zu dir. Also gehe ich auch davon aus, dass das, was wir so bis jetzt gehört haben, so dieses Anschreiben, ist ja wirklich nicht nur das Anschreiben, sondern es geht schon in großer Menge auch darum, mit den Leuten zu telefonieren oder eben per Messenger zu sprechen. Wann ist bei dir der Punkt, dass du zum Hörer greifst? Also ich bin ja wirklich so jemand, ich hasse es, so Leute so anzuschreiben und einfach zu sagen, ja, einfach direkt zu zeigen, ich will was vermarkten. Das ist unser ganzes Problem und das ist halt einfach das Große, was wir in dem Business nicht zeigen dürfen. Wir müssen den Leuten übermitteln, dass wir helfen wollen, an allererster Linie helfen wollen und nicht vermarkten. Das ist der ganz, ganz große Unterschied. Deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig, sympathisch rüberzukommen, den Menschen zu zeigen, dass ich ein herzlicher Mensch bin, dass ich jetzt nicht jemand bin, der von Haus zu Haus läuft und irgendeinen Staubsauger verkaufen möchte, sondern dass ich einfach jemanden langfristig helfen möchte, ein gesunderes Leben zu führen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied. Und das sehen halt die meisten nicht. Also ich finde halt, also meistens, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden anfrage, der mir interessant rüberkommt, der vielleicht Interesse haben könnte, versende ich diese Anfrage, warte dann, bis ich angenommen wurde und schicke dann sofort eine Sprachnachricht und sage dann halt einfach, hey, hör mal, ich bin auf deinem Profil gelandet, ich finde dich echt sympathisch, darf ich dir mal von meinem neuen Projekt erzählen, das ist super interessant. Und da ist halt einfach der Punkt, ja, wir sind alle Menschen und kein Mensch dieser Welt ist so unfreundlich, sagt, nee, tut mir leid, tschüss. Ja, das werdet ihr nicht erleben oder zumindest ganz, ganz selten erleben. Klar, ich kriege auch negatives Feedback und manche Leute sagen auch, du hast einen Knall, aber das belächle ich ganz kurz und dann geht es weiter. Am Anfang hatte ich wirklich so Phasen, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich dann so 4, 5 Leute wirklich versuchen runterzumachen, es ist schwer, da standzuhalten, wenn du halt diese ganze Situation noch nicht kennst und das einfach mal alles Neuland ist. Aber man lernt einfach immer dazu. Mittlerweile schöpfe ich Kraft aus negativen Erfahrungen, wie man, glaube ich, in den letzten Tagen vorm SC gesehen hat. Also ich habe ja in 2 Tagen fast 2000 Punkte gemacht und noch für die Maike mit. Also es ist alles möglich. In unserem Business ist einfach alles möglich. Ich habe auch so 4, 5 Tage vorm SC gedacht, nee, Flora, das schaffst du nicht. Das habe ich aber nur einen Moment gedacht. Ja, wo ich dann nur einfach gesessen habe beim Essen, habe ich mir so gedacht, sag mal, bist du eigentlich blöd? Jetzt setze dich verdammt nochmal auf deinen Hintern und kämpfst und du schaffst das. Und wenn man sich das in den Kopf setzt und dann hat die Maike auch noch gesagt, oh nee, Flora, ich schaff das nicht. Und du schaffst das, Madame. Und wir boxen uns jetzt da durch. Und dann klappt das auch. Man merkt wirklich, wie viel einfach Kopfsache ist, ja, wenn man sich irgendwas einredet, was halt einfach nicht da ist. Oder es ist halt einfach immer... Die Motivation spielt einfach eine ganz, ganz große Rolle. Und wenn man demotiviert ist und man geht dann auf Menschen zu, wirst du diesen Kunden niemals für dich gewinnen können. Das ist halt einfach so. Du musst positiv gestimmt sein, um Menschen positiv rüberzukommen. Und das ist einfach super wichtig. Also super, du sprichst mir da absolut von der Seele. Was mir auch nochmal, ich erinnere mich noch ganz am Anfang, als mich die Tanja angerufen hatte und sie war natürlich das waren auch Tanjas Anfänge, so vor 3 Monaten ungefähr, als du gerade gestartet bist und dann sagte die Tanja, Isa bei der Flora, da ist ja gerade so ein richtig großes Problem, nämlich du hattest, glaube ich, jemand ins Geschäft gebracht und der Vater von dem Mädel oder was auch immer, so richtig richtig niedergemacht, dann die Tanja angerufen und sonst etwas. Stimmt doch, oder? Ja. Und da war dieses Bedenken, so mein Gott, ob sie nicht vielleicht mal aufhört oder sonst etwas. Aber gerade diese dummen Sachen, diese Sachen, die einfach auch passieren und auch vielen Dank, dass du das gesagt hattest, das ist nicht so, dass ihr mit einem Menschen sprecht und dieser Mensch definitiv ein Produkt bezieht. Sondern ihr kriegt genauso Neins wie alle anderen auch. Und das ist halt wichtig. Da würde ich das Wort auch an Tanja richten. Tanja ist ja nun mal wirklich der Motor, gerade bei der Genual. Und zwar nicht jetzt nur wirklich in ihrem Team, in ihrem grandiosen Team bei den Mindchangers, sondern einfach letztendlich motiviert Tanja unheimlich viele Menschen. Und wir haben ja dieses Phänomen, haben wir ja schon gesehen, ob das jetzt bei Martha Beer war, ob das bei Lukas Spieß ist. Es sind so Menschen, die einfach wirklich diese
Meistens sind das so drei Sachen. Die sind heiß auf etwas, die wollen es haben, sind wirklich richtig ambitioniert und wollen etwas erreichen. Sie sind sehr gute Organisatoren, weil auch das wichtig ist. Und drittens, die haben im Leben, obwohl sie 18, 19, 20 Jahre alt sind, die haben schon einiges erlebt, was manche vielleicht mit 40 zum Teil noch nicht gemacht haben. Und oft diese Kombination aus Leuten, und die trifft wirklich eigentlich bei allen von euch. Bei Paulina, weil sie ein Mensch ist, der aus einem anderen Land kommt und hier in Deutschland lebt. Ja, dazu eben alleinerziehend ist immer eine Herausforderung. Maike, du arbeitest mit Jugendlichen zusammen. Ja, du, ich meine, mein Gott, du bist eine Erzieherin nicht für Kinder, sondern für Jugendliche, die aus verschiedenen Sachen kommen. Flora und Marcel, junge Eltern, ja, also mit drei Kindern, da hat man auch einiges. Du, Flora, kommst ja auch noch von dem östlichen Teil. Und Tanja, du hast ja auch schon unheimlich viel gemacht. Und ich möchte mal wissen, was ist es eben dieses Heißsein auf das Geschäft, was dich nach vorne treibt, was dich einfach inspirieren, motivieren lässt, und vor allem auch noch etwas. Du bist ja auch so ein Seelchen, ne? Entweder alles super oder alles unten, oder alles super oder alles unten. Ich kenne das, weil ich bin halt genauso. Deshalb, deine Geduld reicht auch ungefähr wie ein Liedschlag und dann ist sie vorbei. Aber was motiviert dich? Wie arbeitest du? Also wirklich, wie sieht bei dir denn so ein Tag aus? Und vor allem, wo geht's hin? Okay, also erstmal muss ich sagen, dass mich das gerade richtig umgehauen hat, wie die Leute aus meinem Team geredet haben. Weil alle Leute, die gerade geredet haben, so halt Flora, Marcel und Maike, die sind alle drei meine Zöglinge. Und ich bin gerade einfach unglaublich stolz. Das kann sich, glaube ich, gerade keiner vorstellen. Ich platze gerade fast. Und halt auch so die Sache, warum will ich das? Okay. Oder wie kommt es, dass ich das so will? Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass unsere Gesellschaft und dass voll viele in unserer Gesellschaft in so einem Hamsterrad sind. Und dass man einfach die Möglichkeit hat, aus diesem Hamsterrad auszubrechen. Und ich habe für mich entschieden, das zu tun. Und bei mir im Leben war es bisher immer so, wenn ich mich zu irgendwas entschieden habe, dann war das so. Und meine Eltern konnten da leider auch nicht viel gegen machen, als ich in dieses Business eingestiegen bin. Wir haben hier viele im Call, die sind Eltern. Stellt euch mal vor, euer Kind kommt nach Hause und sagt, Mama, ich bin jetzt selbstständig und die ist 18. Und sagt die Mutter erstmal so, oh mein Gott. Und meine Mutter hat mir damals gesagt, entweder du ziehst aus oder du lässt das Business sein. Als ich gesagt habe, dann ziehe ich aus, fand sie das nicht so lustig wie ich. Aber tatsächlich bin ich da wohnen geblieben und habe das Business gemacht und habe meine Mama jetzt als Partnerin. Also alles gut. Aber die Sache, die ich euch damit mitgeben will, ist, wenn man etwas wirklich will und man zieht das durch, dann kann euch auch niemand stoppen. Also die Sache ist halt, meine Eltern haben ja nur versucht, mich vor irgendwas zu schützen, was sie nicht kennen. Sie kannten das nicht. Ist klar, dass sie gesagt haben, oh mein Gott, was willst du denn da tun, Kind? Aber schlussendlich geht es darum, dass ich meine Familie überzeugt habe damit, dass ich da Herzblut reingesteckt habe und dass ich gezeigt habe, dass es mir wichtig ist. Und ich habe hier auf jeden Fall auch junge Menschen im Call, deren Eltern sehr skeptisch sind, das weiß ich. Und ich möchte euch auf jeden Fall allen mit auf den Weg geben. Erzählt es einfach euren Eltern immer wieder, wie inspiriert ihr seid. Und vielleicht ladet ihr sie mal zu so einem Call wie heute ein, einfach daneben zu sitzen. Das macht schon viel aus. Und ja, also auf der anderen Seite ist mein Team auch so meine Stütze. Denn auch wenn ich, also du hast recht, Isa, also bei mir geht es entweder ganz hoch oder ganz runter. Und das ist natürlich auch schwierig. Es ist energieraubend, wenn man ganz unten ist, wieder ganz hoch zu kommen. Aber so eine Mitte gibt es bei mir einfach nicht. Ich probiere es, aber ist nicht. Aber unabhängig davon habe ich ein Team. Und mein Team baut mich jedes Mal wieder auf. Und auch die Leute unter mir. Das heißt, wenn ich mal wirklich fertig bin, dann klar kann ich mich immer an dich wenden, denn du bist meine Upline, aber manchmal wende ich mich vielleicht auch einfach an meine Downline, also an Maike oder an Flora, weil ich weiß, dass es einfach Menschen sind, auf die kann ich zukommen und mit denen kann ich reden. Und wenn ich mal traurig bin, dann kann ich die auch anrufen und danach geht es mir wieder besser. Und genauso bin ich aber auch für mein Team da. Und ich kann euch echt allen ans Herz legen, wenn ihr ein Team aufbaut, macht das mit Herz. Das sind nicht nur Businessmenschen. Jeder in meinem Team
hat von mir ein Stückchen im Herzen, wo er einfach drin wohnt. So. Und ich nehme die Leute alle mit. Wenn irgendwer Unterstützung braucht und die möchte, bekommt er die auch von mir. Ich kann nicht jeden tragen. Also irgendwann hat mir mal jemand gesagt, und ich fand diese Aussage sehr schlau, ich kann nicht jeden tragen, aber ich kann 10 Leute an die Hand nehmen oder 20 Leute an die Hand nehmen. Wir können ja eine Kette bilden und einander unterstützen. Und das könnt ihr auch eurem Team sagen, denn ihr könnt maximal eine Person tragen und dann brecht ihr zusammen. Aber ich helfe jedem, der Hilfe möchte. Und dieses Wir-Gefühl, was mich auch total stolz gemacht hat, als Maike ihren SC schaffen wollte und Flora ihr Kunden abgegeben hat dafür, das ist das, was ich in meinem Team als Erfolg sehe. Und ich werde jetzt mit 2 Mädels aus meinem Team, obwohl die beide erst seit ganz, ganz, ganz kurzer Zeit dabei sind, in Berlin zusammen auf der Bühne stehen und wir werden Hand in Hand da stehen und werden ein Foto machen. Und das macht mich stolz. Und halt auch so diese Convention, dass man die Leute wirklich mitnimmt. Fast alle aus meinem Team werden bei der Convention sein. Es wird nur sehr, sehr wenige geben, die nicht dabei sind. Und ich habe mir auch als Ziel gesetzt, das weiterzuführen. So, denn ich weiß, die Convention hat mein Leben verändert. Vor der Convention ist bei mir echt sehr wenig gelaufen. Also vor der Convention in Bonn. Und dann war ich in Bonn und eigentlich hatte ich nicht so wirklich Bock am Anfang auf Bonn, muss ich sagen. Und Isa hat mich die ganze Zeit totgenervt mit, du musst aber da hinkommen und komm und du musst da unbedingt hinkommen. Und ich dachte mir nur so, Kind, lass mich doch mal in Ruhe. So. Aber es ist gut, dass Isa weiter genervt hat. Ich hab dich lieb, Isa. Weil die Sache ist, ich bin da hingegangen und bei mir hat es Klick gemacht. Ich saß da und habe Lukas Spieß reden hören und ich habe Rotz und Wasser geheult. Weil Lukas Spieß ist, glaube ich, jetzt 21 oder so. Der ist PMD und der hat das da hochgeschafft und der hat mich so berührt mit dem, was er gesagt hat. Und jeder hat, glaube ich, so seine Person bei der Convention, die einen berührt, dass ich so geheult habe, dass ich nach Hause gekommen bin und total verschmiert, so vom Make-up her, aber total inspiriert durch die Wohnung gesprungen bin und meine Eltern fast angeschrien habe, wie motiviert ich bin. Und meine Eltern haben mich nur so angeguckt, so, oh mein Gott, was ist denn mit meinem Kind kaputt? Auf jeden Fall sind sie bei der nächsten Convention beide mit dabei. Und sie kommen sogar 2 Tage früher dafür aus dem Urlaub. So. Hat den Hintergrund, dass ich sie so inspiriert habe, mitzukommen, dass mein Ziel ist, dass auch mein Vater einsteigt. und ja, also nehmt die Convention wahr, nehmt diese Veranstaltung wahr. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel Ende des Jahres in Aschaffenburg dieses große Event haben, ich glaube 29.10. oder so ist das, habe ich gelesen, Golden Nugget. Nehmt es wahr, weil da könnt ihr eure Leute mit hinnehmen. Wir haben ein Tankstellen-Business und auch ich muss auftanken. Auch ich bin nicht Miss, ich habe immer Power. Aber wenn man regelmäßig tankt, hat man auch immer Kraftstoff. Und das jetzt gerade, dieser Call gibt mir auch wieder Kraft. Und ich werde morgen auf jeden Fall auch wieder voll starten. Ich habe jetzt auch zum Beispiel die Uni nach Köln gewechselt. Ich bin in diesem Monat umgezogen. Also ich bin jetzt tatsächlich ausgezogen, nicht wegen dem Business, aber einfach, weil ich mal ausziehen wollte. Aber auch das hat mir sehr viel Zeit genommen, diesen Monat wirklich viel zu arbeiten. Und jetzt September wird auf jeden Fall sehr, sehr groß. Und jetzt bin ich umgezogen, jetzt bin ich hier. Und also nehmt euch Menschen, die euch Kraft geben. Und wenn ihr eine Upline habt, und ihr habt das Gefühl, diese Upline kann euch nicht richtig helfen, weil ihr vielleicht, weiß ich nicht, mit der Person nicht so könnt oder was auch immer, dann geht doch in eure Upline. Es sind 5 Leute über euch, die alle Interesse daran haben, dass ihr Erfolg habt. Nutzt das doch einfach. Die Leute verdienen an euch. So, ihr könnt zu den Leuten immer hingehen. Wenn Isa keine Zeit hätte, die hat immer Zeit, aber wenn die mal keine Zeit hätte, dann würde ich halt zu Micha gehen. So. Und ich habe so viele Leute um mich rum, zu denen ich gehen kann. Und ansonsten habe ich noch Sidelines. Ich meine, wir sind ein Team, nutzt das. Super cool, Tanja. Also da spürt man wieder die Power. Man merkt ja schon, dass du zumindest mal ausgeschlafen hast im Vergleich zu der letzten Woche, wo einfach mal so viel um dich herum war. Ja, also ich kann auch einfach nur sagen, ich bewundere die Gen Y. Ich finde das großartig, was die Leute machen. Für mich persönlich, ich kenne das alte Geschäft, ich kenne das neue Geschäft. Eine Sache hat sich nicht verändert. Es ist immer noch dieser Drive, es ist immer noch dieses Wollen, dieses um jeden Preis. Wir kennen, also ganz viele von uns sind ja hier, ja, ob das jetzt der Dr. Stefan Zander ist oder Gabi Ulrich. Mein Gott, wir sind ja schon NMDs. Wir wissen das auch, diese Momente, wo man einfach weiß, wenn ich jetzt alles gebe, wird es funktionieren. Das sind so diese... Einfach mal diese Augenblicke. Du weißt einfach in manchen Monaten, das wird klappen. Ob du
das wird einfach funktionieren. Dann, was mir auch nochmal einfällt, es ist einfach so eine Offenheit, was ich eben schon bei Flora und bei dem Marcel gesagt habe, diese Leichtigkeit. Also das ist so, man geht dann die Menschen zu, weil das Produkt so geil ist, weil man einfach mit diesem Produkt Menschen helfen kann. Und das kann man einem jeden Menschen schreiben. Natürlich dann, so wie Michael gesagt hatte, man hat schon im Hinterkopf, ja gut, das kann schon sein, dass der sagt, das interessiert mich nicht. Aber das nehme ich doch im Kauf, um diesen Menschen trotzdem halt zu interessieren. Das ist einfach nur super. Also ich hoffe sehr, dass es ganz besonders der Gen Y, also ich sehe ganz viele junge Gesichter hier im Team, dass es euch auch nochmal zusätzlich inspiriert. Aber das ist eben auch für uns, also für die nicht mehr Gen Y oder die Gen Y Plus oder wie auch immer wir wollen. Also einfach eine großartige Sache. Es gibt ganz viele Menschen in unserem Alter, die nicht angeschrieben werden oder beziehungsweise mit diesem Anschreiben, die vielleicht wirklich nicht die Sprachnachricht bekommen oder sonst etwas. Lass es uns einfach nur probieren. Ja, also mein Gott, jeder von uns will den Erfolg haben. Wir wissen, wie großartig Juice Plus ist, also in wie vielen Fällen das einfach mal geholfen hat. Nutzt die Gruppe, also die Gen Y, nutzt die Gruppe Juice Plus JP Erfahrungen, also Juice Plus Erfahrungen, die wird von den Jungen wirklich auseinandergenommen. Wir haben, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube jetzt einige tausend an Menschen in dieser Gruppe, die ist super, super gut und dort einfach Leuten zu zeigen, hey, schau mal, informiere dich, ist halt eine super schöne Sache. Also vielen lieben Dank, dass ihr alle da wart, habt einen großartigen Sonntag. Wir brauchen ein Foto. Wir brauchen ein Foto, sehr gut. Macht mal alle. Sieht ja gut aus. Wir brauchen zwei Fotos, weil vorne und hinten, also lacht mal schön. Und noch, ich muss noch eins machen, in der anderen Seite, ja genau. Micha, du brauchst einen größeren Call, also wo mehr Leute als 50 reinpassen. Das wäre auch nochmal so eine Sache. Okay, ihr Lieben, wir hören uns am Donnerstag zum Team-Call. Wir haben für die, die nicht wissen, um 20 Uhr machen die Mindchangers, wunderbar. Also das Team um Tanja kümmern sich um das Juice Plus-Geschehen, dann um 21 Uhr. Ebenfalls die Mindchangers ist ja der zweite Dienstag. Nee, das ist der erste, oder? Der zweite. Doch, wir machen das. Das wurde mir zumindest von Micha gesagt. Wir machen beide. Ja, ist ja auch der Donnerstag bei euch. Ganz klare Sache. Der zweite Donnerstag, dann machen die Mindchangers um 21 Uhr das Geschäft. Und um 22 Uhr haben wir ein Team-Zoom-Call. Also, wir sehen uns. Tschüssi!